Servus zusammen, herzlich willkommen auf meinem Kanal Bushcraft Bavaria. Mein Name ist Andy und wie ihr sehen könnt, bin ich wieder draußen. Und wahrscheinlich wie bei vielen von euch ist der Winter nochmal so richtig zurückgekommen. Verrückt. Letzte Woche hatten wir 18 Grad, ich war gleich im T-Shirt draußen und heute ist es wieder Minus, haben wir Minusgrade und es hat richtig viel geschneit. Aber ich mag den Schnee ganz gerne. Da bin ich am liebsten draußen im Wald, weil es einfach so richtig friedlich, ruhig und einfach herrlich ist. Und ja, jetzt war ich schon ein paar Stunden hier. Jetzt wird es schon langsam Mittag, das heißt, ich kriege Hunger. Und da werde ich mir heute was richtig Cooles bauen dafür. Und zwar aus einem Dreibein eine richtig coole Outdoor-Küche. Und das hatte ich schon mal gezeigt auf Instagram. Und ich möchte es heute einfach nochmal bauen. Es sind wieder ein, zwei Knoten dabei, die man vielleicht wissen sollte, die man können sollte. Und die werde ich euch natürlich auch zeigen. Und ja, dann gibt es natürlich noch was richtig Leckeres zum Essen. Das ist eh klar. Ich wünsche euch viel Spaß beim Video und wir sehen uns. Bis gleich. Ciao. So, und jetzt haben wir hier unsere drei Stämme. Die drei bilden nachher unser Dreibein und die müssen wir jetzt natürlich verbinden. Was ganz wichtig ist, davor beim Dreibein, vorne hier muss es nicht bündig sein. Wichtig ist, dass es unten bündig ist, da wo sie praktisch drauf stehen, sonst wird das ganze Ding einfach schief. Deswegen hier oben ist es nicht so wichtig, unten müsst ihr darauf achten, dass es bündig ist. Genau, jetzt habe ich hier ein Stück, ja, dickes Jute-Seil und damit werde ich das Ganze jetzt verbinden. Und wie fangen wir jetzt hier an? Ihr geht jetzt hier über den äußeren drüber, lasst ein bisschen, nimmt ein bisschen mehr Schnur, damit ein bisschen absteht. Und macht jetzt hier einen Mastwurf. Den Mastwurf macht ihr, indem ihr hier einfach drüber geht, einmal unten drum, dann hier hinten einmal diagonal drüber, fest unten durchziehen und dann hier durch die Schlaufe einfach durchziehen. Und schon ist das Ganze fest. Das Ding bleibt überstehend, das ist aber auch wichtig für später. Von dem her lasst es einfach so. Genau. Ich kann das Ganze nochmal zeigen. Für diejenigen, die das noch nicht gemacht haben. Also ihr nehmt ein Stück Schnur, geht einmal drum, hier rum, dann einmal über das andere Seil drüber, unten durch und dann zieht ihr es hier praktisch einmal durch und schon hält das Ganze fest. So, und als nächstes geht ihr immer in der 8 rum. Also hier einmal unten drum, hier einmal oben drüber. Und das Ganze wiederholt ihr einfach 2-3 Mal. Einmal drum, dann hier wieder einmal unten drüber. Ihr seht, ganz wichtig ist, dass ihr euch hier einfach was drunter legt, damit ihr ein bisschen Abstand zum Boden habt, damit ihr nicht ganz so viel rumfummeln müsst. Genau. So, und das mache ich jetzt ein paar Mal und dann geht's weiter. So, jetzt sind wir hier ein paar Mal rumgegangen und jetzt gehen wir als nächsten Schritt hier unten rum. Geht praktisch ein Mittelstück dazwischen. Ich glaube, jetzt haben wir noch mega viel Schnur. So, geht hier rum und damit zieht ihr praktisch das, was wir jetzt hier gerade miteinander verbunden haben, richtig schön fest. Das wiederholt ihr einfach auch 2-3 Mal pro Seite. Und dann ist der Dreibein wirklich
richtig, richtig schön fest. So, nochmal unten durch. Und da könnt ihr jetzt dann auch wirklich schon anziehen. Noch einmal, einfach weil ich so viel Schnur habe. Ihr müsst nur 2-3 Mal rumgehen. Festziehen und dann gehen wir rüber. Und machen hier auf der Seite einfach genau das Gleiche. Unten rum durchziehen. Und das Ganze einfach 2-3 Mal wiederholen. Merkt, auch so ist es schon ein bisschen Gefummel. Deswegen ist es wirklich wichtig, dass ihr da einfach was drunter legt. So. Schön festziehen. Nochmal unten drum. Perfekt. So, und jetzt hat, wie beenden wir das Ganze? Ganz einfach wieder mit einem Mastwurf. Ihr geht hier rum. Einmal so rum. Beziehungsweise können wir uns auch ganz einfach machen, ihr könnt auch einfach die zwei hier miteinander verbinden. Macht hier einfach einen ganz normalen Knoten rein und dann ist es auch wirklich fest. Ich ziehe es nochmal gescheit an. Gar nicht so kalt, so leicht heute mit den kalten Händen. Das ist das, was ich auf gar keinen Fall vermisst habe in den letzten Wochen. So, und fertig ist unser Dreibein. So, dann würde ich sagen, schauen wir mal, ob wir den Amigo aufstellen können. Dazu zieht ihr einfach den hinteren zurück und die seitlichen nach außen. Perfekt. Zack. Ich habe mich heute extra für einen größeres Dreibein entschieden, weil ich heute ein bisschen was ausprobieren möchte, aber davon später mehr. Jetzt würde ich sagen, muss ich noch mal ein bisschen Holz machen für die nächsten Schritte, aber das so viel schon mal zum Dreibein. Wirklich ganz einfach, ganz schnell, mega robust und damit könnt ihr so viele verschiedene Sachen machen. Ich habe mir schon mal überlegt, ob ich so eine kleine Reihe mache, was man alles aus einem Dreibaum bauen kann. Vielleicht habt ihr da Interesse, könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben. Aber jetzt fangen wir erstmal mit unserer Küche. So, lala. Beim nächsten Schritt seht ihr schon, ich habe jetzt hier vorne schon mal was festgebunden, damit ich es euch besser erklären kann und eine Hand frei habe, bringen wir hier so Querstreben an. Und diese Querstrebe, die reicht vorne einfach ein bisschen raus. Und zwar wird es unsere Arbeitsfläche, also die Kochfläche. Ja. Wie daheim eben auch, könnt ihr schön stehen dann. Und wie wir das Ganze miteinander verbinden, das zeige ich euch jetzt. Ich nehme euch mit in die Nahaufnahme. Den Knoten sollte man auch unbedingt können, damit man eben solche Konstruktionen anbinden kann. Da gibt es so viele verschiedene Möglichkeiten, die man dann damit bauen kann. Und genau, ich nehme euch mit in die Nahaufnahme und zeige euch mal den Knoten. So, der erste Schritt ist, dass ihr hier schaut, dass ihr schön gerade seid. Merkt euch den Punkt ungefähr. Sagen wir mal so. Schaut es einigermaßen gerade aus. Dann macht ihr hier wieder einen Mastwurf drumherum. Geht hier unten durch. Haltet es schön fest und dann hier durch
schon habt ihr euren Mast durch. So, und jetzt hat, ist es ganz wichtig, dass ihr jetzt hier mit dem Seil immer drumherum geht. Immer von oben. Also ihr bleibt hier oben, geht hier rum und geht nach unten, zieht es hier durch und geht beim anderen auch wieder unten durch. Hier oben. Immer oben bleiben. Jetzt sind wir unten. Jetzt gehen wir hier rüber und gehen wieder unten rum. Und das macht ihr jetzt einfach ein paar Mal. Wichtig ist hier, dass ihr hier nicht zu weit hochkommt. Das heißt, hier wirklich schon mit Spannung arbeiten. Und dann, wenn ihr einfach ein paar Mal rumgegangen seid, wie haben wir jetzt, 3 Mal pro Seite, das passt. Jetzt könnt ihr hier, wie viel Schnur haben wir denn noch? Ja, wir haben noch zu viel Schnur. Gehen wir noch ein paar Mal rum. Ihr müsst es natürlich nicht so oft machen, wie ich das jetzt gemacht habe. Da reichen 2 oder 3 Mal. Ich habe es jetzt einmal nur so oft gemacht, weil ich einfach eine extrem lange Schnur hatte. Genau. So. Wenn wir jetzt halt unten angekommen sind, so, dann geht ihr hier wieder rum. Das gleiche ungefähr wie beim Dreibein vorhin. Und zieht es hier praktisch das Mittelstück fest. Ich drehe euch mal schnell auf die andere Seite, damit ihr das besser seht. Und dann machen wir weiter. Ich gehe nochmal zurück einen Schritt. Und jetzt geht ihr hier oben drüber und unten durch. Und zieht hier richtig schön fest. Damit wird das hier einfach noch mehr komprimiert. Und es wird richtig, richtig eng und richtig fest. Das Ganze wiederholt ihr einfach auch 2-3 Mal. Zieht immer richtig schön fest. Nochmal rum. Ich werde noch ein paar Mal öfter rumgehen, weil ich einfach so viel Schnur habe. So. Und nochmal. Und jetzt könnt ihr hier einfach auch wieder mit einem Mastwurf rausgehen. Fertig. Und somit ist es wirklich richtig, richtig fest. So, bevor ich jetzt weitermache, zeige ich euch nochmal, wie es ausschaut. Wir haben jetzt hier vorne, steht praktisch ein Stück ab. Seht ihr so am besten. Das wird unsere Arbeitsfläche. Hier vorne ist es verbunden und hier hinten natürlich auch. Und damit ist es wirklich richtig, richtig was fest und massiv. Und wir können praktisch mit gutem Gewissen drauf eine heiße Pfanne stellen und eine Buschbox, ohne dass das dann irgendwie wegklappt oder so. Wärmen kochen, das wäre natürlich ein Fiasko. Genau. Ich bringe jetzt noch das Gegenstück an und dann noch 1-2 Sachen. Die zeige ich euch aber dann später. Und ja, dann sind wir auch schon fertig. Jetzt seht ihr wirklich, dass alles schön festgezurrt wurde. Ich habe hier auf der Seite angefangen mit euch. Hier habe ich genau das gleiche gemacht. Und jetzt ist es wirklich richtig, richtig fest. Also das ist jetzt keine Show hier von mir, sondern das ist einfach wirklich fest. Und das bildet jetzt unsere Arbeitsfläche. Und jetzt werde ich hier Querstreben reinlegen. Die muss man eigentlich nicht verbinden. Also ich verbinde die meistens nicht, weil die einfach gut liegen. Und dann können wir hier schon schön drauf kochen. Genau. Ich werde jetzt noch mal ein paar Sachen zurechtschneiden, zurechtsägen und dann legen wir schon die Querstreben auf.
Und ich bin gerade im Überlegen, eigentlich wollte ich mir noch ein Regal reinbauen, ob ich das noch mache oder ob ich es heute für heute einfach bei der kleinen Kochfläche belasse. Mal schauen, das entscheide ich dann spontan. Falls ich es baue, nehme ich euch natürlich mit. Das ist genau das gleiche vom Prinzip her, vom Verbinden wie jetzt hier, nur eben oben ein bisschen kleiner, damit man noch was Sachen ein paar draufstellen kann. Aber das überlege ich mir jetzt noch. Jetzt wird erstmal ein bisschen gesägt. Bis gleich. So, ich habe fertig. Jetzt zeige ich euch mal kurz, wie es ganz ausschaut. Genau. Was ich jetzt noch gemacht habe, ich habe jetzt hier oben, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, habe ich jetzt noch ein kleines Regal angebracht. Da kann ich praktisch meine Sachen draufstellen. Und hier unten sieht man schon, da wird jetzt dann gekocht. Schon mal ein kleiner Spoiler, heute gibt es ein Steak. Und ja, so lässt sich das doch echt super kochen. Bevor wir jetzt aber loslegen, werde ich natürlich erstmal schnippeln. Dann werde ich mir die Buschbox aufstellen, werde mir ein bisschen Feuerholz suchen und dann geht schon los, dann wird gekocht. Und ja, ich freue mich jetzt richtig drauf, ich habe jetzt richtig Hunger, hat sich doch ganz schön gezogen und jetzt wird es Zeit für eine deftige Mahlzeit. Genau. So, ich suche jetzt ein bisschen Holz zusammen, schnibbel und dann geht es mit der Kochshow los. Bis gleich, ciao. So, da, jetzt ist es soweit. Ihr seht, ich habe geschnibbelt, die Buschbox steht schon, nebendran habe ich das Holz. Oben habe ich noch meine Feldflasche, meine Kuxa, Öl haben wir auch am Start. Dann das Gewürz an die Speziale. Und daneben haben wir noch ein bisschen was zum Feuer machen, mein Kienspan. Feuerstahl und mein Leder. Und jetzt würde ich sagen, kann es dann aber auch wirklich losgehen.
Saudala, jetzt Essen ist fertig und ich muss sagen, es war einfach wirklich genial, darauf zu kochen. Klar verstehe ich jetzt natürlich alle, die sagen, ja, so ein Aufwand für ein bisschen Steak und Kartoffeln, ganz klar, ich mache das alles zu Gaudi. Ja. Ich weiß, dass ich auch auf dem Baumstamm kochen könnte oder am Boden sogar jetzt beim Schnee, aber mir macht es einfach total viel Spaß, immer wieder zu experimentieren, Sachen aufzubauen und ja, ich finde einfach, das ist dann die Belohnung, diese Speise für das Werkeln davor und so macht es mir einfach extrem viel Spaß, genau. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Vielleicht zu den nächsten Wochen bei mir, was jetzt so ansteht noch. Ich mache nebenbei gerade noch die Ausbildung zum Wildnispädagogen. Da werde ich jetzt in den nächsten Wochen immer mal wieder Seminare haben, die sich übers ganze Wochenende ziehen. Das heißt, ich bin dann immer von Freitag bis Sonntag im Wald, habe da Kurse praktisch und lerne einfach ganz viel über die Natur, über primitive Skills und sowas. Und da freue ich mich riesig drauf. Werde dann natürlich auch das neu erlangte Wissen, sage ich mal, in meine Videos einlaufen lassen. Ich hoffe, dass ich da viele coole Sachen dazulerne, die ich dann euch auch zeigen kann. Und ja, so schaut es jetzt bei mir in den nächsten Wochen aus. Ich hoffe, das Wetter wird jetzt mal frühlingshafter. Und ja, vielen Dank fürs Anschauen. Falls es euch gefallen hat, dann lasst mir doch gerne ein Abo da. Ich würde mich wahnsinnig freuen. Und ansonsten sehen wir uns mit Sicherheit ganz bald. Schönes Wochenende noch. Ciao, pfiat's euch.